Bam, bam, ba. So, wir sind hier wieder in der Qualifikationsrunde von Grand Prix. Grand Prix was? Cursed? Genau, so hieß das Spiel. Ich kann den Namen des Spiels, tut mir leid, nie richtig aussprechen. Das letzte Mal haben wir auch schon so ein bisschen über meine Vergangenheit mit Computerspielen gesprochen. Und ich habe ja bereits im letzten Part erwähnt, dass wir uns im nächsten Part einfach über meine Erfahrungen mit, mit Konsolen und PCs so ein bisschen unterhalten werden. Also, wie ihr schon mehrfach gehört habt, meinen ersten PC habe ich 1996 bekommen. Also, die sich da so ein bisschen auskennen und selber Erfahrungen gemacht haben, das war ja damals die Zeit, wo es nonstop irgendwelche Weiterentwicklungen gab. Wenn man sich zum Beispiel in einem Jahr einen PC gekauft hat, damals konnte man sich ja die PCs, man konnte schon, aber damals hat man sich die PCs ja noch nicht so richtig zusammengestellt. Man hat sie immer gekauft. Man hat es sich in einem Jahr gekauft und im nächsten Jahr war das schon so gesehen out of date. Ich kann mich noch daran erinnern, wie viele Spiele nicht mehr auf einem PC funktioniert haben, weil die Entwicklung immer weiter vorangegangen ist. Und jedes Mal, wenn ich jemanden besucht habe zum Beispiel, habe ich auch schon so geguckt, was die Leute da so für Spiele haben, auch Erwachsene und so. So, wir sind hier in Großbritannien, habe ich ja vergessen zu erwähnen. Oh, Platz 3, ich muss mich an den vorbeischlawinern. Als ich bei verschiedenen Leuten war, konnte ich halt eben so ein bisschen so gucken, was die so haben. Und manche Leute haben mir sogar die Spiele auf Disketten gegeben, damit ich das selber bei mir zu Hause spielen kann. Ich kann mich daran erinnern, dass es immer sehr, sehr schwer war, überhaupt irgendwas zu spielen auf meinem PC, weil es einfach nicht mehr ging. Mein PC war zu schwach dafür. Also Disketten-Games, die gingen ja noch. Da kann ich mich ja noch daran erinnern, dass es da Lion King zum Beispiel gab. Aber die ganzen CD-Spiele, weil die CDs wurden ja dann eingefügt, die Spiele auf CDs, Need for Speed war zum Beispiel eins davon. Und das hat ja noch funktioniert, aber alles danach irgendwie nicht mehr. Und das hat mich so an den PCs damals so richtig gestört. Deswegen habe ich so nach einigen Jahren, so 2, 3, 4 Jahren, war ich ja nicht mehr imstande, überhaupt irgendwas auf meinem PC zu machen. Und deswegen, ja, wurde der halt nur zum Beispiel für Hausaufgaben mit die Windows Word zum Beispiel gebraucht haben, oder ich da halt irgendwas schreiben wollte, eben nur benutzt. Und das fand ich halt eben so ein bisschen schade. Konsolen hatte ich auch nie. Konsolen waren damals für meine Eltern so gesehen doch etwas teures. Gameboy und zum Beispiel die ganzen Konsolen, die man halt mitnehmen konnte. Auch nicht. Also ich kann mich noch erinnern, dass meine Eltern hier und da mal was ausgeborgt haben. Also so ist es ja nicht, dass ich überhaupt keinen Kontakt mit diesen Spielen hatte und Konsolen hatte, aber es war halt so gesehen, sag ich mal, etwas sehr Besonderes, wenn ich wenn mir eine Familie zum Beispiel ihre Konsole ausgeborgt hat. Das war ja auch immer das Lustige. Die alle Konsolen hatten, die waren ja irgendwie so, dass sie gar nicht mehr gespielt haben. Das hat mich immer so verwundert, weil ich war total glücklich, ich war der totale Glückskeks, als deine Familie angeboten hat, weißt du was, du kannst meinetwegen die Konsole für 2, 3 Monate ausborgen, wir haben nichts dagegen und ja, und so haben wir das da halt gemacht. Und ich fand es halt so ganz komisch, dass die Leute, die alles hatten, kaum da irgendwas gespielt haben. Komisch. Ich weiß nicht. Und ich kann mich nur daran erinnern, manche Leute hatten ja solche, nicht nur die Konsolen, zum Beispiel sagen wir mal ein Game Boy Color, sie hatten ja so einen richtigen Aktenkoffer. Da waren, keine Ahnung, 20 Spiele drinnen, mit Ladegerät oder Batterien und was weiß ich, alles dabei, so hübsch geordnet in dem Koffer. Und die spielen damit nicht. Da habe ich mir gedacht, was ist denn mit euch? Und da habe ich zum Beispiel auf dem Game Boy, was war das, auf dem alten Gameboy, also so auf diesen Ziegelstein, da habe ich nur Mario gespielt, also Mario, Super Mario World. Und danach kam ja der Gameboy Color und so weiter, und da habe ich zum Beispiel das erste Mal Bekanntschaft mit, wie hieß das Spiel? Double Dragon, genau. Da habe ich das erste Mal die Bekanntschaft mit Double Dragon gemacht. Ja, zwar bin ich nicht weit gekommen, aber immerhin konnte ich diesen komischen verdammten Gegner da mit diesem Kürbiskopf besiegen.
Also so schlimm war das ja nicht damals, aber ich habe das Spiel nie durchgespielt. Ja, und seitdem ich ja Let's Plays mache, seit November 2012, bin ich da immer so ein bisschen auf der Suche nach den ganzen Spielen, die ich damals gespielt habe. Und ja, ihr habt ja schon an meinem Kanal gesehen, Commander Keen und so weiter, alles kommt davor. Lion King müsste auch nochmal irgendwann einmal auf meinem Kanal vorkommen, wobei ich nicht sicher bin, ob ich das auf dem PC per DOSBox spielen soll oder auf dem SNES. Ich glaube, das war ja auch ein SNES-Spiel. So, wir spielen jetzt noch in Deutschland. Deutschland, du Germany. Oh Gott, was ist das denn für eine Map? Hauptsache groß und wenig Sinn. Pff. Das sollte keine Beleidigung sein. Aber ich sehe schon an der Map, dass die groß ist und keinen Sinn hat. Einfach nur mit Vollgas durchrasen und so ist das. Woran kann ich mich noch erinnern? Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir sogar auch einen Nintendo 64 mal ausgeborgt haben. Und Gott, ich kann mich nicht mehr an die Spiele erinnern, die ich da gespielt habe. Ich weiß nur zum Beispiel auf dem Nintendo 64, dass ich zum Beispiel ein Spiel gespielt habe. Ach, ich hab James Bond GoldenEye drauf gespielt. Ich hatte da total Schiss. Das erste Mal habe ich einen Shooter gespielt auf Nintendo 64 und das war eben James Bond GoldenEye. Und ich habe noch so, ich hatte so Schiss, gegen irgendwelche Bots da zu spielen. Ich glaube, das war so, ich weiß nicht, das war so eine offene Fläche oder so. Ich glaube, da konnte man auch zum ersten Mal online spielen. 4 Leute konnten da in so einer Map sein. Und, naja, wer sich gefunden hat, der hat dann so gesehen auf sich dann geschossen. Und der Letzte, der überlebt hat, war halt der Gewinner. Und, hatte ich total Schiss. Das war so ein Horrorspiel für mich. Aber es gab dann noch ein Spiel, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das heißt. Es war so ein Spiel, wo man sich mehrere Chars aufbauen, aussuchen konnte. Es war so Mario-mäßig, Mario 64-mäßig. Man konnte aber irgendwelche verschiedenen Aufgaben erfüllen. Man konnte aber mit einem Flieger fliegen durch so eine Map. Keine Ahnung, auf jeden Fall so ein All-Around-Spiel irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ich glaube, ich meine, meine Beschreibung ist ja auch nicht so prickelnd gerade. So, jetzt machen wir mal das echte Rennen. Rennen starten! Lasst mich alle in Ruhe, denn ich bin Platz 2. Oder Platz 1, ich habe keine Ahnung. Du blaue Pest! Lass mich in Ruhe! Auf jeden Fall, jetzt wisst ihr so zumindest, wie das bei mir in der Vergangenheit mit Spielen gewesen ist. Oh! Was ist? Okay, es funktioniert. Ich habe mich wieder eingefangen. Gott. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist und wie das passiert ist. So, lasst mich jetzt mal in Ruhe. Mein Wagen ist wesentlich schneller als eurer. So. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe zum Beispiel, nachdem ich eine lange Pause von PCs gemacht habe, habe ich erst meinen nächsten PC 2005 bekommen. Aber ich war nie der richtige Spieler. Ich war nie eine Gamerin oder so. Wie es eventuell andere Kinder war, die da viele Kindheitserinnerungen haben bei Spielen und so. Das trifft zum Beispiel auf mich hier nicht zu. Und 2005 habe ich mir zum Beispiel, ich habe The Sims gespielt, Gott. Da kam Sims 2 zum Beispiel raus und das habe ich auf diesem PC gespielt. Der hatte, glaube ich, nur 500 RAM. Aber das hat funktioniert auf diesem PC und sowas habe ich halt gespielt. Solitär und so weiter, aber Spiele haben mich dann nicht so richtig interessiert. Erst Frühling 2008. Nee. Das war schon früher. Es tut mir leid, wenn ich hier so ein bisschen grüble. 2006 oder 2007 habe ich meine PS2 geholt. Eine gebraucht habe ich da gekauft. Ich habe sie damals sogar verkauft, als ich meine PS3 dann hatte. Aber es war eine völlig andere Geschichte. Wir beginnen einfach noch einmal von neu. So, meine PlayStation 2 hatte ich dann 2007. Alter, was ist das? Ganz im Ernst, was ist das? Egal. Das Spiel mag anscheinend das Thema PlayStation 2 nicht. Ist mir egal, ich spreche trotzdem darüber. Und auf der PS2 habe ich Spider-Man zum Beispiel Ultimate gespielt oder Burnout 2? Kann das sein? Hat aber nicht lange angedauert. Ich habe die
PS2 dann 2009 verkauft, als ich dann meine PS3 geholt habe, weil ich mir dann gedacht habe, ja, wenn ich eine neue Konsole habe, wozu brauche ich dann die alten? Da habe ich noch mit YouTube gar nicht nichts am Hut gehabt und habe da nicht so lange überlegt. Und erst dann so 2012, als ich mit YouTube angefangen habe, habe ich mir gedacht, warum habe ich eigentlich das Ding verkauft? Ich hätte noch alle Spiele, die ich da so gespielt habe, noch vorstellen können. Warum habe ich das Ding verkauft? Und dann habe ich mich wieder auf die Suche nach einer PlayStation 2 gemacht. Da hatte ich schon mittlerweile eine PlayStation 3. Ja, und seit letztem Jahr, also Sommer 2014, habe ich auch die PlayStation 4. Ich habe auch letztes Jahr die PSP geholt. Also ich habe fast alle Sony-Konsolen. Aber nee, ich bin kein Sony-Fan oder so. Also es hat sich einfach nur so ergeben. Ich habe mit Xbox nicht so viel am Hut gehabt, aber ich bin kein, ich bin kein Sony-Fangirl. So, ich würde schon Fanboy sagen, aber pff. Ja, da fehlt mir ein gewisses Organ, um mich so bezeichnen zu können. So, letzte Runde haben wir jetzt hier. Wir sind hier wieder. Oh, bitte! Das ist... Warum passiert mir das jedes Mal auf dieser gleichen Strecke? Was ist da? Hat da jemand hingepieselt? Ganz im Ernst, ich verstehe es nicht. Jedes Mal an dieser gleichen Stelle. Ich habe da weder irgendwie so eine mega Geschwindigkeit. Ich habe komplett keine Ahnung, warum das Spiel mich hier da gerade so trollt. Ja, Spiel, ich rede von dir, du dummes Stück. Da verändert sich nichts außer der Straße zum Beispiel. Keine Wolken, kein gar nichts. Jetzt kommen die Schilde. Die Schilder. Heißt es, glaube ich, korrekt. Ja, mein Deutsch lässt gerade auch nach, weil ich mich so über diesen Drift hier aufrege. Ah, holen wir noch den einen da ein. Der da so vor sich hin torkelt. 210, 211, 212 km/h. Ich glaube, nee, den holen wir nicht mehr so ein. Okay, jetzt kommt die Megakurve, auf der überraschenderweise mal nichts passiert. Ich verstehe es nicht. Bei dieser Kurve hätte ich es mir eventuell noch ein bisschen erklären können, warum da ein Drift kommt und bei der anderen nicht. So, wir beenden jetzt aber diese Runde. So. Mit Platz Nummer 1, ja, überraschenderweise, weil wir sowieso auf einfach spielen. Und ich würde sagen, ich bedanke mich wieder mal fürs Zusehen bei diesem Part. Und wir sehen uns im nächsten Part, schon beim letzten Part dieses Let's Plays. Und ich bin weg.